Eine Seite gelähmt, die Stimme versagt, Schlaganfall. Für mich ist im Zentrum gestanden Lähmung. Und dort habe ich mich schon probiert zu bewegen und habe gemerkt, meine Arme und meine Beine funktionieren. Wir sind die Stroke-Unit in der Region. Der Schlaganfall ist einer der vielleicht eher wenigen Szenarien oder Situationen, wo es wirklich zählt mit der Zeit. 1, 2, 3. Auch Rana Musa hat bewegte Zeiten hinter sich. Sie wünschte sich für Yara eine natürliche Geburt, ohne auf die Sicherheit eines Spitals zu verzichten. Was mir gefällt mit den Frauen und mit den Kindern, es hat etwas so Gesundes dran. Was für mich wichtig ist, ist, die Frauen können weit befähigen oder wirklich die Kraft, das Vertrauen in sie können, rauszuholen. Die erschütternde Diagnose: Darmkrebs. Der hat fast den ganzen Darm ausgefüllt. Wenn man also so den Darm hier anschaut, als Durchmesser, ist hier am Rand nur noch ein kleines Stück offen gewesen. Bereits 5 Tage nach der Diagnose bin ich vorgeladen worden vom Professor für Chirurgie. Der hat bereits mit der Onkologie, mit der Radiologie einen Therapieplan ausgearbeitet. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte grosse Schmerzen, dass ich fast Tränen bekommen. Das war eine Orientierungsabend im Spital, wo der Doktor die Hüftgelenke präsentiert hat. Und dann habe ich gedacht, das wäre auch der Arzt, den ich gerne hätte. Rund 74.000 Patientinnen und Patienten schenken dem Spitalzentrum Biel jedes Jahr ihr Vertrauen. Ob Hirnschlag, Herzinfarkt oder Krebserkrankung. Unsere Spezialisten sind rund um die Uhr für Sie da. Wir kümmern uns um Ihre Mobilität bis ins hohe Alter. Stehen Frauen in jeder Lebensphase kompetent zur Seite und versorgen auch die Kleinsten in der Neonatologie. Und in der Kinderklinik Wildermed setzen wir alles daran, dass Groß und Klein sich in der Ausnahmesituation Spital wohlfühlen. Ja, wir machen so 80-90% der Operationen ambulant. Das ist wirklich etwas Tolles, weil dann ist das Kind relativ rasch wieder in dieser Umgebung, wo es sein soll. Es ist wirklich so, ich konnte am Anfang gar nicht reden. Ja, plötzlich wird einem das bewusst, was das auch für Konsequenzen könnte haben für einen Beruf. Wir in Biel, also wir können hier wirklich eine intensive, nahtlose, logopädische Betreuung sicherstellen. Das ist zentral und ist kein Luxus. Bei Krebserkrankungen ist die enge Zusammenarbeit einer Vielzahl von Fachleuten unabdingbar. Die Frage, ob das Know-how für die Behandlung und die Heilung von so einer Erkrankung am Spitalzentrum Biel vorhanden ist, kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Das Ziel muss sein, den Tumor vollständig rauszubekommen. Das mit der bestmöglichen Lebensqualität. Ich habe die Haare nicht verloren. Ich habe jetzt die 2. Chemotherapie. Und das wird also sehr gut abgestimmt und dosiert. Patrick Sunier wird keine bleibenden Schäden davontragen. Aber am Anfang können wir noch etwas machen. Man muss dann nicht nach einer Woche kommen. Subito. Ja, und auch lieber mal eigentlich zu viel als eigentlich zu wenig. Freddy Bracci hat den Krebs besiegt. Also abgesehen von meinem Spital war das ein sehr angenehmer Aufenthalt. Gerade heute habe ich das auch so gefunden. Im Zug fahren, ja, komme fast heim. Rana Musa brachte Yara schließlich mit Kaiserschnitt zur Welt. Ils ont remarqué que la tête du bébé en fait, elle était mal positionnée. Alors pour finir, on est allé faire une césarienne à minuit pour faire sortir notre petite princesse. Und Willi Käser? Heute bin ich so weit, dass ich sage, Gottlob habe ich das gemacht, weil ich bin wirklich jetzt nicht mehr eingeschränkt. Ich würde es wieder machen, wenn wieder etwas käme.